Ja, und dem steht natürlich entgegen, dass hier zunehmend die Anforderungen in den Unternehmen ja komplexer werden. Das heißt, hier ist zugleich eine Chance, also eine Gelegenheit für dich als Vertriebler oder Vertriebsleiter, dass du hier Kompetenzen aufbaust im sogenannten Lösungsvertrieb. Und der Lösungsvertrieb, der definiert sich so, dass ich letztendlich von der Lösung des Problems, und damit meine ich jetzt nicht Lösungsvertrieb, ich kenne sozusagen mein Produkt in- und auswendig, das meine ich damit nicht, sondern dass ich das Problem des Kunden in- und auswendig kenne. Das heißt, ich kenne das Problem des Kunden letztendlich teilweise vielleicht sogar besser als er selber. Und das ist das absolut Entscheidende im Lösungsvertrieb. Das heißt, im Lösungsvertrieb geht es prinzipiell erstmal darum, das Problem des Kunden zu verstehen, die Anforderungen des Kunden zu verstehen. In der Regel ist es so, dass der Kunde manchmal schon sehr gut über seine Anforderungen Bescheid weiß, die er hat intern. Manchmal ist es sogar so, dass er sich seiner Anforderungen gar nicht wirklich bewusst ist. Er weiß zwar, er hat eine Menge Probleme, er weiß zwar, er braucht eine neue Lösung, ein CRM, CMS, ein E-Shop, egal was, PIM, ja, er hat ein Datenchaos, ja, er hat total viel manuelle Arbeitsschritte, ja, also quasi, er muss alles noch Paste and Copy machen, er hat lauter Excel-Sheets, noch Fleckenteppiche von Informationen verbreitet im Vertrieb. Er hat quasi in der Lagerverwaltung passiert alles noch mit teilweise mit Papier oder auch mit Excel-Sheets und so weiter, keine zentrale Datenbank. Oder er hat eine Datenbank, die ist völlig überladen, überlastet, weil über Jahre hinweg quasi organisch gewachsen sozusagen, ja, irgendwie mit Microsoft Access irgendwie dahin gebastelt, ja, und mittlerweile ist es komplett überfordert, das Ganze muss neu aufgesetzt werden und so weiter. Also, das heißt, es gibt Probleme und er sucht nach einer Lösung. Und häufig ist es so, desto größer die Unternehmen, desto komplexer werden die Probleme und desto tiefer muss das Lösungsverständnis sein. Und wenn du es schaffst, dir Lösungskompetenzen aufzubauen und sozusagen hier zum Lösungsverkäufer zu werden, dann holst du dir eben die Kunden, die ansonsten bei deinen Mitbewerbern oder bei den, sagen wir mal, stupiden, in Anführungsstrichen, Produktverkäufern durchstandardisiert, ja, durchprozessiert, ja, also per Leitfaden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da sich sozusagen nicht mehr wirklich aufgehoben fühlen. Dort einfach irgendein Produkt im Zweifelsfall reingedrückt bekommen, bis sie dann einfallen und ein Jahr, 2 Jahre später haben sie ihre Probleme alle noch gar nicht gelöst. Ich habe das immer wieder, dass ich mit jemandem telefoniere in einem Unternehmen, die sagen, ja, also größere Unternehmen, die sagen, ja, wir haben vor einem Jahr, vor 2 Jahren irgendwie das und jenes Tool eingeführt, CRCM, egal welches Tool, sorry. Und ja, und jetzt erst so langsam beginnen wir zu verstehen, was wir eigentlich damit tun, sodass es letztendlich auch uns einen Mehrwert bringt. Also, im nächsten Video schauen wir uns nochmal kurz an, wie wir da ins Einzelne, ins Detail gehen, was du da rausziehen kannst als Vertriebler. 1, 2, 3, 4, 5. Bis dahin, gleich, ciao.